Okay, wir brauchen die größere Kantine. Brauchen die größere Kantine, die brauche ich jetzt. Brauchen wir eine schöne große Halle. So, dann kriegen die Köche auch einen schönen großen Bereich. So. Okay. Und hier gibt es den großen Gefängnistor. Und zwei Metalldetektoren. Was? Beep, beep. Wenn sie was klauen. Kostet 4000, diese fucking Metalldetektoren, aber was mut dat mut. So. Diese Nacht können sie noch ruhig schlafen. Aber in der nächsten, da auf jeden Fall nicht. So. Ja, der Hof wird langsam klein für die Leute hier. Okay. Gut, gut, gut. Jetzt kriege ich auch mal eine Finanzspritze wieder, dann läuft das Ganze. Das sowieso hier oben durch den Sinn. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Dass sie die fucking Wände einreißen. So. Gut, dann können wir das hier unten nämlich Freizeitraum machen. Haha, ich bin so klug. So, drei Köche, genug zu essen. Sieht doch soweit ganz gut aus. Das Problem ist, dass wir... Ja, müssen erstmal warten. Wir müssen erstmal warten. Mhm.
Okay. So, so viele Subventionen gibt's nicht mehr. Das ist natürlich nicht ganz so gut. So. Ja, die das abreißen und dann hinten aufbauen, das müssen wir machen, sobald die Jungs hier durch sind. Aber Bank, ihr seht schon, hier haben wir ordentlich Platz. Wir können auch Doppeleingänge machen. Was zur Hölle? Da hat erstmal nur Personalzutritt. Tut mir leid. Auch, hä? Was ist denn hier los? Hier Personal, 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 Personal. Willst du mich verarschen oder was? So. Wahnsinn. Was macht ein Gefangener da draußen? Wie kommt der überhaupt da raus? Ja, die muss ich jetzt erstmal alle durchsuchen, aber das wollte ich sowieso. Weil, jetzt werden Sachen über den Zaun geschmissen. Tja, die kriegen jetzt nichts zu essen, die Idioten. Ich weiß sowieso nicht, wieso die da raus durften. Ich hab doch vorher das verboten. Ja. Sachen werden über den Zaun geschmissen, die sammeln das auf. Und dann haben plötzlich Waffen oder sonst irgendwas. Ey, die Hochsicherheitsgefangenen, ey. Die sind nicht zu spaßen, ehrlich gesagt. Was wollen die denn hier schon wieder? Clothing. Kleidung. Eine Wäscherei bräuchten wir. Eine Wäscherei. Okay. Oh, das klingt doch geil. Die Wichser, die machen wir alle platt jetzt. So. Du bist echt einer. Du. Du wirst es auch nicht lernen, ne? Und der auch nicht. 100 Jahre Haft. Da kommt nicht mehr raus aus diesem Gefängnis. Bis der die 100 Jahre abgesessen hat, hab ich das Hinrichten erforscht. Und dann war's das für den. So, okay, dann machen wir mal ein bisschen. Oh, das ist doch hier mal ein bisschen schöner.
So. Wurden jetzt Sitzungen abgehalten? Ich habe das nicht gesehen. Ich hab das nicht gesehen, aber das dürfte schon irgendwie gepasst haben, doch. Ja. Okay. So, Essen ist gleich vorbei und dann fangen wir an, hier alles zu demontieren. So, ja. Kleidung. Wir brauchen frische Kleidung. Darum kümmern wir uns bald. Jetzt erstmal braucht ihr den größeren Raum. So, und jetzt ist der Zeitpunkt da, wo wir den ganzen Scheiß demontieren. Demontieren, 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 demontieren. So, okay. Müssen ja auch unser Geld mal ein bisschen hier nutzen. Wird schon demontiert. So. So, das muss alles jetzt demontiert werden. Dann kann ich es drüben aufbauen. Ansonsten kaufen die vielleicht die Einrichtung nochmal neu. Das wollen wir nicht haben. So. Genau. Okay. Achso, nein, wir sollten das ja nicht so. Wir wollten das ja hier so haben. Wenn ich das jetzt hier so baue. So. So. Gut, macht mein Handy. So, okay. Ja, seht euch das an. Wir haben ja locker Platz. Locker flockig. So, und dann, wie groß war die Küche vorher? 13, 8. 13, 8. Wir machen das anders. Bau mal Dusche die Bank hin. War, achso, sehe ich hier. Bank, Tisch, Bank, leer, Bank, Tisch, Bank, leer, Bank, Tisch, Bank, leer, Bank, Tisch, Bank, leer. Service, Tisch. Leer, dann kann hier die Mauer hin. Also ja, Dreher, Ziegel. So, dann kommt hier die Personal Tür rein. So, Bang. Leer, Bank, Tisch, Bank, leer, Bank, Tisch. Eher nicht, das müssen wir dann irgendwie anders organisieren. So! Aber darüber machen wir uns jetzt keine Gedanken, darüber machen wir uns Gedanken, wenn es soweit ist. So, und dann machen wir hier einen Service-Tisch hin. Ja. Ja. So. So.
Ja, eventuell bauen wir den Baum noch ein bisschen weiter. So. Ja, müssen wir sogar. Ja. Ja, wobei. So. Wetter Zocker, was machst du da? Was machst du da? Ich habe keine Ahnung mehr, was du da machst. Ich doch auch nicht. Ich weiß es nicht. So. Ja. Okay, dann machen wir Räume. Kantine. Küche. So, dann haben wir hier Herd. So, jetzt direkt, wenn man reinkommt, direkt stehen die Herde. Die Kühltruhen sind hier. Dann sind Spülbecken hier. Perfekt. So. Und jetzt halt bauen Sie mal bitte. So, und jetzt hat. Das sieht doch für euch hier soweit ganz gut aus. Räume. Check. So. Der ist so leer. Erst einmal. So. Gesehen, blink, blink. Da, hat schon gescannt. Ach ja. Ach shit, ich ärgere die jetzt erstmal nicht. Oder? Ja, shit drauf. Ja, nee, wenn sie aufstehen. Wenn sie aufstehen, haben sie sowieso außer Duschen. Mehrwert. Mahlzeit. Duschen. So, um 7 gibt es einen Shakedown. Wir vergessen, dass da ja ein paar ausgebüxt sind. So. Die müssen sich echt jetzt ranhalten, ne? Nein! Oh Gott. Ja, fuck. Also, wir können trotzdem da durchlaufen, alles klar. Gut. Immerhin bereiten die schon mal das ganze Zeug vor. Mir gefällt nicht, dass so viele wach sind. Okay, ich habe immer einen Blick auf die, das ist gut. Sehr gut, jetzt wird hier noch schnell der Durchgang gebaut, wo die hier einfach durchrennen können. Upsala. Versorgung. Versorgung habe ich vergessen. Ja, okay, das ist egal erstmal. Also ist wichtig, dass die alles haben zum Kochen. So. Sieben Uhr, Zeit für eine Razzia.
So, okay. Katze, zwei Heckenscheren, die Penner, ey. Und ein Hammer. Ein Metallschaft. Ziehen. Zigaretten. Tja, kaum ist man draußen, schon hat man das Zeug, was? Alter, Bohr, na, Gabel, alles Mögliche, aber das hat sich hier bald erledigt. Mit den Gabeln und Messern, die kriegen nie wieder, weil hier, sobald sie was klauen, direkt der Metalldetektor sagt, piep, 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 piep. Boah, Alter, Gift. Alter, haben die Zeug geschmuggelt rein, ey. Hör mir auf. Die Einzelzellen habe ich gar nicht. Neun Einzelhaft. Hier. Naja, die sind total aufgeputscht, die Leute, ey. Mann, 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 Mann. Ach, nur einer? Ach, es gibt extra einen Gruppenraum. Anhörungsraum, Raumschule, Bücherei, Klassenraum, Bücherei, Werkstatt, Sicherheit, Lager, Duschraum. Da, Gruppenraum. Aha. Ja, egal. Sieht trotzdem cool aus. Vom Psychologen. Auch wenn es leider nichts bringt. Verstehe, die brauchen einen Gruppenraum. Ja. Brauchen sie langsam noch. So. Ja, eine Wäscherei brauchen wir auch. Bitte Wäscherei, bitte Wäscherei. Wir brauchen eine Wäscherei. Wäscherei.
Okay. So. Okay, dann kommen hier normale Türen rein. Hab ich jetzt sonst soweit eigentlich auch erforscht? Ja, habe ich. So. Dann kommt hier. Bam, bam, bam. Ein Gruppenraum rein. So. Hier gibt es ein Eck. Hier sehe ich die Leute treffen. So. Dann gibt's hier noch ein Sofa. So, und hier steht noch so ein Fernseher. So. Dann gibt es hier Telefonzellen en masse. So. Oh nein, Billardtisch. Genau, so. Vier Stationierungen. So, mal ein bisschen die Leute hier entlasten. So. So, ihr werdet sowieso alle irgendwann ersetzt durch Kameras. So, Gartenschere, das ist aber nicht so geil. Das ist aber nicht so geil. Ja, Kleidung könnt ihr da richtig was machen. Bald könnt ihr da richtig was machen, na? Könnt ihr endlich arbeiten? Freut ihr euch schon drauf? Das wird geil. So. So. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, mit diesem kleinen Abschlussbild meines Gefängnisses, ja, wir hatten echt Action in unserer Bude. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber allein schon durch unseren kleinen Unfall, dass wir 18 Gefangene hatten, die eigentlich da absolut nicht hingehören. Ist dadurch Chaos entstanden, was auch irgendwie spannend war, ne? Also warum nicht, ne? Und ja, wir haben 63.000 Geld, Money, nehmen 1.500 Euro in oder am Tag ein. Nicht im Tag, aber egal. Und ja. Müssen wir jetzt mal schauen, wie wir das Ganze jetzt dann noch zum Schluss managen. Eventuell drehen wir die Gefängnisse um, machen daraus hier alles, Buchhaltung und sonst irgendwas, drehen alles um und dann, ja, bauen wir hier so ein fettes Gefängniskomplex auf.
Mit riesiger Kantine und so. Wir haben ja schon eine Kantine vorbereitet, dafür, dass wir hier oben dann noch ein Gefängniskomplex hinknallen. Dann müssen wir mal schauen, was wir mit diesem Gap hier machen. Aber die Rüstkammer muss auch noch irgendwo hin. Aber ich schätze mal, die werde ich hier hin tun. Die Rüstkammer. Rüstkammer wird auch schön eine Gefängnistür bekommen, dass die aufgeschlossen werden muss. Ja, wir müssen noch einiges tun. Logistik, sonst irgendwas. Das alles müssen wir managen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir Prison Architect spielen. Ciao. Wir sehen uns.